Ein paar Scherzkekse bekommen, was sie verdienen, und zwei Männer verlieben sich in ein sexy Seeungeheuer. Diese erschreckenden Flops mögen von den Kritikern verrissen worden sein, aber sie verdienen einen zweiten Blick. Der achte Teil einer Horrorfilmreihe, die bei den Kritikern nie besonders beliebt war, hatte es immer schwer, sich Respekt zu verschaffen. Allerdings mochten die Leute Freitag der 13., Teil 8, Todesfall in Manhattan, wirklich nicht. Er hat die unglückliche Ehre, der zweitschlechteste Freitag der 13. Film auf Rotten Tomatoes zu sein, mit einer mickrigen 11%igen Bewertung. Obwohl der Film verspricht, dass der Schlechter mit der Eishockeymaske die Straßen des Big Apple heimsucht, spielt sich der Großteil des Films auf einem Schiff auf dem Weg nach New York ab. Ehrlich gesagt sollte der Titel wohl eher Todesfalle Boot nach Manhattan lauten. Und obwohl das damals eine berechtigte Beschwerde gewesen sein mag, ist es inzwischen über 30 Jahre her, dass der Film veröffentlicht wurde. Und jetzt, da wir wissen, dass der größte Teil des Films nicht in Manhattan spielt, ist es an der Zeit zuzugeben, dass der Film unglaublich viel Spaß macht. Kane Hodder gibt einen großartigen Jason ab. Er ist massig und nass, angeschwollen und grotesk von den Jahren, in denen er unter Wasser verrottet ist. Von einer Verfolgungsjagd in einer neonbeleuchteten Disco bis hin zu einer albernen Show mit einer Rockerbraut, die am falschen Ende ihrer Gitarre landet, sind die Morde auf dem Boot einfach großartig. Wenn Jason endlich in Manhattan ankommt, ist die Vision des Films von New York ein wahres 80er-Jahre-Vergnügen. Punks streifen durch die Straßen, Graffiti bedeckt die U-Bahnen und Fässer mit giftigem Abfall füllen die Seitengassen. Das Einzige, was fehlt, sind die Teenage Mutant Ninja Turtles. You don't understand, there is a maniac trying to kill us. Welcome to New York. Als Krönung des Ganzen bietet der Film einen der humorvollsten Kills des gesamten Horrorkinos, wenn Jason jemanden den Kopf von den Schultern schlägt. In den 2000er Jahren nahm der Horror eine böse Wendung, als Filme wie die Saw-Franchise mit grafischen Folterdarstellungen die Grenzen des filmischen Horrors ausreizten. Damals waren viele Kritiker verständlicherweise nicht ganz einverstanden mit diesem Trend. In den vergangenen Jahren haben einige Kritiker die Bewegung allerdings neu beurteilt und sie in eine Kultur nach dem 11. September eingeordnet, die wissen wollte, wie Folter aussieht. Schließlich waren wir in eine nationale Debatte über die Moral der fortgeschrittenen Verhörmethoden verwickelt. Ein Film, der eine Neubewertung verdient, ist Carter Smiths Schocker Ruinen von 2008. Der Film hat bei Rotten Tomatoes nur 49%, aber für viele Fans ist er der beste Film der Reihe. Ja, der Gore ist übertrieben, aber ihn als überflüssig zu bezeichnen, suggeriert, dass er keinen Zweck erfüllt. Stattdessen ist das Gore und das damit verbundene Unbehagen der Punkt. Der Film handelt von einer Gruppe unwissender amerikanischer Touristen, die Ruinen besichtigen, von denen sie gewarnt wurden, sich fernzuhalten. Und dann von einer unheimlichen, fühlenden Rebenart gefangen werden, die in sie hineinkriecht, während sie schlafen und Geräusche imitiert. Ihr einziger Ausweg ist, sich gegenseitig zu operieren und die Ranken unter ihrer Haut herauszuschneiden. Der Film ist gleichermaßen ekelhaft und zutiefst beunruhigend und eine perfekte Metapher für ein Amerika, das sich selbst zerreißt, um den Terror zu bekämpfen. Bob Clarks Slasher-Klassiker Black Christmas war einige Jahre vor Halloween angesiedelt und könnte sogar eine direkte Inspiration gewesen sein. Der Gruselfilm handelt von einem Mörder, der eine Gruppe von Mädchen terrorisiert, die über die Feiertage in einem Studentenwohnheim festsitzen. Bei seiner Erstveröffentlichung erhielt der Film gemischte Kritiken. Doch als er 2006 neu verfilmt wurde, war sein Einfluss auf das Genre allgemein anerkannt. Kritiker neigen dazu, auf Remakes herabzublicken. Und Black Christmas schaffte es nur, bei Rotten Tomatoes eine mickrige 16%ige Bewertung zu erreichen. Sicher, es ist nicht das Original, das auf einer schwer zu übertreffenden Weise atmosphärisch und unheimlich ist. Dennoch ist Black Christmas aus dem Jahr 2006 für jeden sehenswert, der bereit ist, zu akzeptieren, dass ein Remake im düsteren Stil der 2000er Jahre sein eigenes Ding machen darf. Der Slasher-Film scheint heutzutage ein Comeback zu erleben. Dank aktueller Hits wie Freaky und X, ganz zu schweigen von Neuauflagen klassischer Franchises wie Halloween, Hellraiser und Scream. Doch vor ein paar Jahren schien die Idee eines neuen, originalen Slashers mit Altersfreigabe eine Kuriosität zu sein. Der 2018 erschienene Film Hellfest fühlt sich an wie ein Film aus einer anderen Zeit, als die Studios noch Dutzende solcher Filme pro Jahr herausbrachten. Das heißt, das Publikum bemerkte es nicht und es war ihm egal. Der Film spielte an seinem Eröffnungswochenende kaum 5 Millionen Dollar ein und hat bei Rotten Tomatoes eine Bewertung von 39% erhalten. Viele Kritiker wiesen darauf hin, dass Hellfest im Slasher-Genre nichts Neues bietet, das zu diesem Zeitpunkt als ausgelutscht und veraltet galt. Das ist aber nicht unbedingt etwas Schlechtes. Für ein bestimmtes Publikum ist ein gekonnt inszenierter Slasher an sich schon befriedigend. Tatsächlich ist es nach Jahrzehnten selbstbewusster, selbstreferenzieller Slasher wie Scream geradezu erfrischend, einen Film wie Hellfest zu sehen.
der sich damit begnügt, einfach nur zu töten und zu erschrecken. Die Geschichte spielt in einem Vergnügungspark an Halloween. Bei Horrornächten in realen Vergnügungsparks muss man sich fragen, wie es wohl wäre, wenn es sich nicht um einen Parkangestellten mit einer Kettensäge handeln würde, sondern um einen echten Killer, der sich seinen Weg durch die Massen bahnt und sie in Würfel schneidet. Hellfest lehnt sich an diese Befürchtung an. Es ist nichts Bahnbrechendes, aber auf jeden Fall ein lustiger Film. Der Horrorfilm Don't Hang Up aus dem Jahr 2016 wurde nicht unbedingt von der Kritik verrissen, sondern eher ignoriert. Die meisten scheinen sich einig zu sein, dass die Charaktere unsympathisch sind und dass der Mörder des Films unerklärliche Macht über die Situation zu haben scheint. Beides stimmt, aber unserer Meinung nach ist es gerade die Unsympathie der Hauptfiguren, die den Film so effektiv macht. In Don't Hang Up geht es um zwei Freunde, Sam und Brady, die für ihren YouTube-Kanal Streiche spielen. Und mit Streiche spielen meinen wir grausame Streiche. Very sorry to inform you. That you've been pranked. Sie rufen Menschen am Telefon an und teilen ihnen schreckliche Nachrichten mit. Zum Beispiel, dass die Ehefrau bei einem schrecklichen Autounfall ums Leben gekommen ist. Während die Person am anderen Ende der Leitung verständlicherweise einen Nervenzusammenbruch erleidet, filmen sie das Gespräch und kichern über die Qualen ihres Opfers. Eine Person warnt sie jedoch, legt nicht auf. Er nennt sich Mr. Lee und hat ihre Familien entführt. Und wenn sie nicht tun, was er sagt, werden ihre Familien sterben. Der Film ist voll von brodelnder, homoerotischer Spannung zwischen den beiden Hauptfiguren und spielt mit der Art und Weise, wie Heteromänner gewalttätig handeln können, um andere Triebe zu befriedigen. Ja, sie sind furchtbare Menschen, was es äußerst befriedigend macht zu sehen, wie der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Selbst wenn dies in Form eines psychopathischen Mörders geschieht, der sie in ihrem Haus terrorisiert. Cold Skin scheint keine Ahnung zu haben, welche Art von Film er sein möchte. Und das macht ihn umso besser. Cold Skin ist gleichzeitig ein Horrorfilm, ein Action-Thriller und eine Interspezies-Romanze und bietet für jeden etwas und hat damit die Kritiker polarisiert. Der Film handelt von zwei Männern auf einer Insel im antarktischen Polarkreis, die in einem Leuchtturm festsitzen, wo sie nachts von Kreaturen aus dem Meer belagert werden. Blaue humanoide Monster wimmeln in der Dunkelheit um das Gebäude und müssen zurückgeschlagen werden und der Kampf könnte die Männer in den Wahnsinn treiben. Eines Tages erfährt einer der Männer, dass sein Kollege, der Leuchtturmwärter, sich mit einer der Kreaturen angefreundet hat. Sie ist seltsam schön, mit ihren leuchtenden Augen und ihrem anmutigen Körper zieht sie die Männer völlig in ihren Bann. Schon bald beginnen sie, um ihre Aufmerksamkeit zu konkurrieren. Viele Kritiker waren der Meinung, dass der Film nicht unbedingt einen Standpunkt vertritt oder etwas Interessantes über sein Thema zu sagen hat. Das ist aber in Ordnung. Der Film fühlt sich manchmal an wie ein Film für zwischendurch. Einfach eine Ausrede, um einige Zeit an einem wunderschönen, aber beängstigenden Ort mit einigen faszinierenden Persönlichkeiten zu verbringen. Es handelt sich um einen Kreaturenfilm, der mehr daran interessiert ist, einen fesselnden, emotionalen Ton zu entwickeln, als sich ausschließlich auf die Handlung zu konzentrieren. Wenn ihr das erwartet, könnt ihr euch mitreißen lassen. Tobe Hoopers The Texas Chainsaw Massacre wurde im Gefolge des Vietnamkriegs, der Manson-Family-Morde und des Kent State-Massakers veröffentlicht und spiegelt ein Amerika wider, das sich auf einem dunklen Pfad befindet. Die Netflix-Fortsetzung knüpft direkt an das Original an und lässt die verworrene Kontinuität des Franchises hinter sich. In diesem Film sind wir am Ende der Straße angelangt, im wahrsten Sinne des Wortes. Das Texas Chainsaw Massacre aus dem Jahr 2022 spielt in einer Sackgasse, die als einzige Hauptstraße in einer staubigen, vergessenen Geisterstadt dient. Ein Amerika, das nur noch eine Hülle seines früheren Selbst ist. Sally Hardesty und ihr Bruder liefen hier einst durch ein lebendiges Sonnenblumenfeld. Doch jetzt sind sie alle verwelkt. Versenkt unter einem südlichen Himmel, der nur noch wärmer wird. Wie viele Kritiker feststellen, landen einige Versuche, das Franchise zu modernisieren, auf dem Boden der Tatsachen. Besonders peinlich ist eine Stelle, in der jemand damit droht, Leatherface zu canceln. Try anything you cancel, bro. Aber angesichts des zeitgenössischen Schauplatzes des Films kann man das zum Teil verzeihen. Die jungen Leute werden nicht unbedingt zum Sterben in einem Krieg am anderen Ende der Welt geschickt. Stattdessen ist die Hauptfigur ein Überlebender einer Schulschießerei, sodass eine Figur wie Leatherface vielleicht nicht die gleiche Wirkung hat wie in den 70er Jahren. Außerdem sind einige der Tötungen unglaublich. Direkt nach der Aussage über das Canceln folgt eine der grausamsten, übertriebensten Kettensägen-Szenen der gesamten Reihe. So chaotisch er auch ist, es ist schwer, Texas Chainsaw Massacre nicht zu respektieren. Wenn wir die Remakes der 2000er Jahre zurückfordern, sollten wir mit Joan Collette Serras Version von House of Wax beginnen. Der Film hat seinen Titel mit dem Vincent Prince Film aus dem Jahr 1953 gemeinsam. Doch abgesehen von den Grundlagen eines bösen Wachsfigurenkabinetts, in dem Menschen in Wachsfiguren gefangen sind, haben die beiden Filme wenig miteinander zu tun. Stattdessen geht es hier um eine Gruppe Jugendlicher, die zu einem Footballspiel fahren und in einer Kleinstadt mit dem titelgebenden Wachsfigurenkabinett festsitzen. Für die Verhältnisse der 2000er Jahre ist die Besetzung hervorragend. Neben
Neben Stars wie Chad Michael Murray, Alicia Cuthbert und Jared Padalecki spielt auch Paris Hilton mit, die auf dem Höhepunkt ihres Ruhmes in der Boulevardpresse war. Hiltons Anwesenheit verhalf dem Film zu einer unvergesslichen Werbeslogan: Seht Paris sterben. Viele Kritiker bemängelten damals, der Film sei grausam und bösartig. Wenn man jedoch davon ausgeht, dass dies gute Qualitäten für einen Horrorfilm sein können, ist der Film durchaus erfolgreich. Die Tötungen sind wahnsinnig, die Darbietungen sind so gut, wie man es sich von einem Teenager-Slasher nur wünschen kann. Und das Ganze wird stilvoll von Colette Serra inszeniert, der später moderne Horrorklassiker wie Orphan und The Shallows inszenieren sollte. Kommt, um Paris sterben zu sehen. Doch bleibt für alles, was der Film sonst noch zu bieten hat. Und wir versprechen euch, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Der Gruselfilm The Strangers von Brian Bertino aus dem Jahr 2008 ist ein Film, der vor allem auf Atmosphäre setzt. Er erzählt die Geschichte eines Paares, das allein zu Hause ist und feststellt, dass maskierte Fremde vor dem Haus auf der Lauer liegen und jeden ihrer Schritte beobachten. Why are you doing this to us? Because you're home. Es ist ein äußerst gruseliges Werk, das seine Nervenkitzel nicht unbedingt aus schockierender Gewalt, sondern aus der Unheimlichkeit eines Schattens in einem Flur bezieht. The Strangers Opfernacht ist ein ganzes Jahrzehnt später erschienen und hat wenig Interesse daran, den Ton des Originals wiederzugeben. Es überrascht nicht, dass viele Kritiker davon enttäuscht waren. Der Film steht bei Rotten Tomatoes bei 39% und viele beschweren sich, dass die Serie die Atmosphäre gegen Action eingetauscht hat. Damit haben sie nicht Unrecht. Wenn man The Strangers noch einmal erleben möchte, sollte man am besten zurückspulen und den Film noch einmal sehen. Wenn ihr allerdings auf der Suche nach etwas Neuem seid, bietet The Strangers Opfernacht eine Menge Spaß. Diesmal belästigen die maskierten Fremden eine Familie in einem Wohnwagenpark. Opfernacht setzt auf puren 80er-Jahre-Slasher-Thrill. Und das ist mehr als gelungen. Eine Sequenz in einem öffentlichen Schwimmbad, das von Neonpalmen umgeben ist, ist die beste Szene in beiden Filmen. Regisseur Johannes Roberts, der 47 Meters Down und dessen Fortsetzung inszenierte, weiß, wie cool Blut auf blauem Wasser aussieht. Und die ganze Verfolgungsjagd ist zu Bonnie Tyler's Total Eclipse of the Heart unterlegt. Wenn es das ist, was die Fortsetzung sein möchte, sind wir mehr als glücklich, sie so zu sehen.